Halbe Stunde nehmen wir jetzt schon auf. Oh, und wir haben noch nicht wirklich was geschafft. Na gut, doch, ein bisschen. Wir haben ein bisschen was in Erfahrung gebracht. Eine Muratte? Scheiße. Alter, was ist denn das für eine Ratte? Wer rechnet denn damit, dass da so ein Viech ist? Eine Muratte. Vor allem Ding. Wie soll man denn gegen die gewinnen? Kann mir das mal jemand verraten? Stahlschwert. Und das ist jetzt total doof. Hier, Helm erstmal aufsetzen. Kann mir mal jemand verraten, wie man dieses Biest tötet? Das ist ja unmöglich. Vor allem Dingen das Viech. Weißt du, wir haben so viele Gegner gehabt, die durchaus, ich sag mal, schwächer waren. Und das hier, das toppt gerade alles. Ja. Hilfe! Moment mal. Das finde ich gerade nicht gut. Das finde ich ja gar nicht gut. Da stehen die ja schon. Jetzt kipp doch endlich. Ich muss Blitze haben. Ich glaube, anders kriege ich es nicht hin. Blitze waren bis jetzt immer am effektivsten. Warum ist denn... Vor allen Dingen, wie man hier reinkommt, ne, kriegt man gleich erstmal mächtig in die Fresse. Das ist voll... unfair. Gleißender Funke. Nein, ich will nicht. Oh, wo ist denn jetzt der Kettenblitz da? Jetzt muss ich schon wieder einen Trank trinken. Mann, oh Meter. Was? Hä? Ich dachte gerade, das Viech lebt noch, weil das steht. Oh, Alter. Willst du mich... Ja, das lebt. Das... Komm. Warte, hat das irgendwas dabei? Ja, Rattenfleisch, Rattenhaut hier. Und jetzt weg mit diesem Biest. Warum kann ich denn das... Wieso? Um alles in der Welt... Ich frag mich gerade echt, ich hätte da reinspringen können. Dann hätten wir mal Sicherheit gewesen, aber nein, dieses Viech. Komm, wir legen es mal hier in die Ecke. Da liegt es ganz gut. So, Morgenlufttrank. Den nehme ich jetzt auch gerne. Fleischmadenkranke. Was? Heimatloser. So, keine Waffen. Das heißt, wir müssen also die Pfeile weg und am besten auch die Fackel. Weil das könnte ja theoretisch auch als Waffe gelten. Knetert das hier schon wieder? Nein, es lüftet einfach nur ganz gut. So. Das sieht ja hier echt genial aus. Warte mal, wir müssen mal eben... habe ich noch ein Brot? Ja. Her damit. Ich muss nämlich mal eben gerade aufheilen. Weil ich weiß nämlich jetzt nicht, was passiert. Und das sind auf jeden Fall mehr von denen. Und hier sind Kristalle. Aber ich habe einfach nicht so viel. Was soll ich denn noch groß tun? Groschen? Silberbarren? Bitte, Madame. Ihr müsst das doch verstehen. Und ihr müsst verstehen, dass wir auch nur Botschafter sind.
Eine Rate, die nicht bezahlt, ist eine Rate, die wir dem Vater nicht überbringen können. Und das Letzte, was wir wollen, ist, den Vater zu enttäuschen. Oder, Ruban? Nein, das wollen wir nicht. 500 Groschen bis Anfang nächster Woche. Dann werden wir dafür sorgen, dass dieser Ort hier seinen Namen auch verdient. Oh, ja, Mittag. Natürlich. Na dann, ihr hört von uns. Hui. Haben die sich gerade weggebeamt? Nein, noch nicht alle. Jetzt sind sie weg. Was zum... Ihr? Ja. Wer waren die beiden? Ich... Hört her. Zu eurem eigenen Wohl rate ich euch umzudrehen. Das ist nichts, in das ihr verwickelt werden wollt. Wirklich nicht. Nicht? Ihr werdet erpresst, richtig? Von der Lata? Nein, ich war nur leichtsinnig und jetzt muss ich mit den Folgen leben. Vor ungefähr 2 Jahren ist mein Sohn gestorben. Ertrunken in den Kanälen, ich konnte nicht damit umgehen und dementsprechend ging das Geschäft den Bach runter und, naja, ich habe mich nach Hilfe umgesehen. Ah, ihr habt euch Geld geliehen. Ja, den Rest könnt ihr euch vermutlich denken. Credit-Haie, okay. Ja, ihr konntet die Raten nicht mehr zurückzahlen. Ist das der Grund, dass ihr den Wynwort so teuer verkauft? Was bleibt mir denn anderes übrig? So traurig es ist, das Geschäft mit dem Tod und damit den Apothekarii ist die einzige wirklich verlässliche Einnahmequelle, die ich habe. Könnt ihr nicht gerade um Hilfe bitten, aber für den Preis nimmt euch den Wynwurz auch niemand ab. Das hilft euch doch am Ende auch nicht weiter. Ja, ich weiß. Aber auch nur 10 Groschen weniger und ich kann die nächste Rate nicht mehr decken. Es ist egal, was ich mache, es ist das Falsche. Könnt ihr nicht die Garde, könnt ihr den, die Lage nicht erklären? Wenn ihr das fragt, kennt ihr die Ralata nicht. Könnt ihr nicht die Garde um Hilfe bitten? Ich hoffe, ihr meint das nicht ernst. Als würden die sich ihre Rüstung hier unten schmutzig machen. Und nun? Gute Frage. Was nun? Geht zum Sonnentempel und sagt, dass der Prophet euch geschickt hat. Die Arkanisten dort werden euch den Wurz abkaufen. Damit könnt ihr den Wurz wenigstens etwas günstiger verkaufen. Gebt mir den verdammten Wurz oder ich werde euch einfach dazu zwingen. Hier unten wird euch niemand finden. Da, geht zum Sonnentempel und sagt, dass der Prophet euch geschickt hat. Der Arkanist... Ja, das nehmen wir das Erste. Bitte? Ihr scherzt, oder? Nein, jetzt seht zu, dass ihr so schnell wie möglich an das Geld kommt. Ich... beim rechten Weg, das werde ich euch nicht vergessen. Danke von Herzen. Wir sind halt eine gute Seele. Was soll ich machen? Wir sind eine verdammt gute Seele. Ich möchte das nicht anders machen. Ich hätte auch das Unterste nehmen können, aber das passt irgendwie nicht zu meinem Charakter zu. Wo ist die Musik überhaupt? Es ist die ganze Zeit so still. Ah, jetzt ist sie da. Jetzt muss ich mal gucken. Es ist vorbei. Ist ja unglaublich. Okay. Mal eben gerade gucken. Wenn wir jetzt den nächsten Auftrag machen, wo müsste ich denn da hin? Was? Was? Belassen. Ich glaube, wir müssen... Eigenes Ziel. Ach ja, stimmt. Ich hatte mir das ja dahin gepackt, weil da ein Schiff ist.
Da, in Seeheim nach Hinweisen über Milbert suchen. Ach, das war ja diese Geschichte. Ja, was wollen wir denn machen? Wollen wir nach Milbert suchen, dem alten, verrückten Halunken? Genau, nicht gut. Verzeih. Ich glaube, das machen wir tatsächlich, damit wir mal wieder so ein bisschen aus dieser Stadt kommen. Ich meine, ich könnte auch die Hauptquest weitermachen, aber ich will das noch nicht machen, weil ich möchte nämlich gerne... Hey, ihr wisst das vielleicht schon, oder die, die es noch nicht wissen, da will ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen werden wir jetzt erstmal nach Milbert suchen. Ich denke mal, das ist einfach die richtige Entscheidung. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch meine Ruhe. So. Ach ja, jetzt komme ich ja hier wieder lang. Warum komme ich eigentlich immer an einer anderen Stelle raus, als ich reingegangen bin? Ich will es gar nicht wissen, wirklich nicht. Ist hier nicht auch irgendwo mal ein Wegweiser? Oh, der liegt da ja echt gut. Gehen wir hier rüber wieder raus. Wupp. Ich weiß gar nicht, wie spät ist das überhaupt hier? Ist es schon dunkel oder ist es noch hell draußen? Ich hoffe, es ist noch hell. Ich hätte mir eigentlich mal diese Toten... Egal, wir gehen nochmal irgendwann in die Toten... in die Totenstadt, in die Unterstadt zurück. Und gucken uns da mal diese Toten... Bucht an. Ah, es ist tatsächlich wieder dunkel. Warum frage ich auch noch? Ich hab nichts daraus gelernt. Haupttor Herzland. Da müssen wir jetzt auch hin. Oder ich sollte schlafen. Ich sollte schlafen gehen. Tatsächlich, damit dann der nächste Tag wieder hell ist. Damit ich nicht die ganze Nacht irgendwie hier draußen rumlaufe. Ich denke mal, das ist das Beste, was man machen kann. Jetzt muss man natürlich wieder warten, bis der Ladebildschirm weg ist. Da ist er. Oh, ich bin sowieso am Haupttor. Der mit seinen... mit den Vögeln, das muss ich ja auch noch machen. Oh. Egal, Marktplatz. Wir sollten erstmal uns ins Bett legen. Das ist, glaube ich, das einzig Richtige jetzt. Damit wir mal ein bisschen entspannen können. Oh. Na los. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder, das auf seiner... Mitten in der Nacht schreit er hier auf dem Markt. Wie spät ist es? Obwohl, das geht noch. Es ist 7 Uhr abends, aber trotzdem. Wer stellt sich denn bei dieser Dunkelheit noch hin und schreit auf dem Markt? Ich will es gar nicht wissen, wer das heutzutage noch macht. So, dann gehen wir jetzt mal pennen. So, jetzt schlafen wir mal. Ich weiß gar nicht. Komm, wir schlafen mal 10 Stunden. Es gibt ja tatsächlich auch eine Mod, dass man frühstücken muss, Mittag essen muss und Abend essen muss. Das sollten wir vielleicht, wenn wir Ender einmal durch haben, irgendwann mal, dass wir einfach mal irgendwie so ein Skyrim Let's Ausprobieren machen. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Let's Ausprobieren. Das klingt doch irgendwie ganz nett. Mal fast zum Gruß. 4 Uhr ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, aber eigentlich müsste es um 5 schon wieder hell werden. Naja, mal abwarten. Jetzt hätte ich eigentlich wieder den Wegweiser aufsuchen können. Hm? Ich suche mal den Wegweiser. Da ist er. Jetzt bin ich nämlich schon wieder hier an der... So, Haupttor. Jetzt war ich nämlich gerade schon wieder bei dem... was wollte ich jetzt sagen? Bei der, wo es zur Unterstadt reingeht. Boah, das halbe Let's Play heute besteht nur aus Ladebildschirm. So, jetzt muss ich mal gucken, ob da auch so ein Turm steht. Aber ich glaube nicht.
Doch, da können wir hin. Muranturm an der Steilklippe. Da können wir tatsächlich hin. Das heißt, wir sollten mal zu den Muranen da oben hin. Und dann einfach mal dahin fliegen. Dann brauchen wir nämlich diesen ganzen weiten Weg latschen. Einen Groschen, Midam. Wir machen uns das jetzt ausnahmsweise mal etwas einfacher. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Und ich muss mich definitiv noch mal ein bisschen anders kleiden. Also wenn wir irgendeine schöne Rüstung finden, die kampfmagisch aussieht, nicht irgendwie stadtgardisch, das passt nicht. Wir sind ja eigentlich kein Nahkämpfer. Keine Nahkämpferin, Entschuldigung. Müssen wir ja eigentlich mal ein wenig unser Aussehen verändern. So. Steilkappe. Hallo. 25 Groschen. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Jetzt muss ich mal gucken. Steilklippe, da ist sie. So, dann fliegen wir doch da mal hin. Schade, dass man das nicht sieht, wie man da hinfliegt, ne? Würde ich manchmal gerne sehen. Ob es hier vielleicht auch Drachen gibt? In Enderal? Ich weiß es nicht. Wir werden es noch erleben. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bin ich bis dahin schon mehr als tot. Oh. Hi. Ich höre da einen Troll. Oh, das ist ein Bär. Hi. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Was? Könnt ihr mir etwas über diesen Myraden erzählen? Diese Myraden? Über Myraden? Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet. In der Zeit vor der Blutmondrevolte, also vor einer ganzen Weile, waren gezähmte Myraden wie meiner hier noch ein seltener Anblick. Aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig. Schade irgendwie. Okay, der würde manchmal echt noch gerne die Wilden sehen. Jetzt möchte ich mal eben gerade hier oben gucken. Wo ist denn hier was? Ich sehe aber auch nichts. Manchmal hätte ich gerne ein Fernglas. Naja. Yippie! Ist hier sonst noch was? Was ich vielleicht übersehen habe? Nö. Also wir werden... Ich bin mir ganz sicher, diese ganzen Enderal-Symbole, die man ja hier so finden kann, die werden wir nicht alle finden. Da bin ich mir sowas von sicher. Oh. Oh, dieses Gesumm. Ihr müsst euch mal den Kopfhörer aufsetzen, volle Lautstärke und diesem Summen lauschen. Das ist so genial. Da ist ein Hirsch. Da ist Bruno der Bär. Dem möchte ich jetzt aber nicht begegnen. Was haben wir denn hier? Irgendwie ist das hier eine schöne Stelle. Oh, Libellen. Libellen! Was? Wo seid ihr jetzt? Ich habe keine einzige gefangen. Was ist das da für eine Burg? Ich habe mir nur das Schaukelpferd angeguckt. Ich habe doch nichts getan. Wir werden mal eben gerade ganz schnell den... Wir haben alle Zeit der Welt. Erdung, nein. Wo ist er denn jetzt wieder? Kettenblitz. Kettenblitz ist immer noch... auf der 4. Sollte ich mir mal irgendwie wieder mal angewöhnen, dass ich die Schnellwahltasten nehme. Was ist das da für eine Burg? Ich gehe auch schon. Okay. Ihr wolltet es so. Vagabunden. Oh nein. Die halten auch noch so viel aus.
Oh nein, das ist ein Bär. Es ist ja schön... Upsa. Es ist ja schön, dass wir uns alle so gut verstehen. Oh! Daneben! Oh! Jetzt greifen sie mich alle an. Warum ist denn das Schild nicht da, wo es hingehört? Nein. Egal. Jetzt ist aber mal gut. Ich hänge. Ich komme hier nicht weg. Hallo. Was? Also das war ja jetzt ein bisschen zu viel auf einen Schlag. Erstmal 3 Soldaten. Dann 5 Wölfe. Und dann noch dieser Bär. Was? Entscheidet euch mal, was für Gegner kommen. Es müssen doch nicht gleich immer 3 Milliarden kommen. Oh nein. Nicht dein verkackter Ernst. Wieso starte ich denn da? Hä? Normal startet man doch immer an der Stelle, wo man das letzte Mal war, oder nicht? Warte. Jetzt das Spiel mal ein bisschen aus dem Quark käme. Der hat tatsächlich nicht gespeichert. Was sind das für eine Kacke? Darf ich nochmal laufen? Oh. Okay. Das Spiel macht total viel Spaß. Der Herr wird es euch vergüten. Das Spiel sorgt schon dafür, dass man es immer nur eine Stunde spielen kann. Das ist unglaublich. Jetzt muss ich aber was trinken. Unglaublich. Aber daran sieht man mal, dass wir total schwach sind eigentlich. Habe ich eigentlich noch Erinnerungspunkte? Einen habe ich. Okay. Die Frage ist, auf was setzen wir das? Wir müssen das eigentlich mal auf Rüstung packen. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Na, bloß beeil dich. Hier, die Steilklippe. Ist zwar nicht gerade so die, ich sag mal, die tollste Stelle, um zu leben und leben zu bleiben, aber was bleibt uns anderes übrig? Wir müssen da irgendwie hin. Ich möchte schließlich die Quest schaffen. Und wenn wir die geschafft haben, dann mach ich erstmal 3 Kreuze. Weil dann... Warum ist hier immer noch so ein Kackwetter? Vorhin war es besser. Vom Wetter her. Hä? Warum habe ich denn da jetzt eine... Hä? Warum habe ich denn da jetzt ein Türensymbol? Hä? Ich werde, glaube ich, ein bisschen bescheuert langsam. Hä? Wieso habe ich denn da oben in der Karte einen... Ich frag gar nicht. Ich frag gar nicht erst. Ich ignoriere das einfach. So, der Bär ist immer noch da. Ich laufe jetzt hier einfach ganz gekonnt dran vorbei. Ich sagte, ich laufe hier ganz gekonnt dran vorbei. Das sind andere Wölfe, ne? Die sahen... Ich sag mal weiter... Oben sahen sie anders aus. Ihr seht mich nicht. Nein, ihr seht mich nicht. Ah, jetzt haben wir endlich schönes Wetter. Ernsthaft? Wobei, das geht eigentlich noch. Es ist dreidimensional. Ich dachte gerade, das wäre zweidimensional. Hätte ich aber jetzt ein bisschen Angst gekriegt. Aber trotzdem sieht das ein bisschen kaputt aus. Wenn man das da so drauf klatscht auf so eine Kutsche. Ist da was drauf? Nö. Ich höre hier überall diese Wölfe. Ach, jetzt habe ich F6 gedrückt. F5 muss ich drücken zum Speichern. Warum habe ich eigentlich immer Fäuste? Ach so, weil ich hier noch nicht... Ich nehme diesmal aber den Feuerblitz. Irgendwas kommt doch hier wieder auf mich zu. Da sind Typen.
Boah, warum ruckelt denn das jetzt so? Hallo? Beruhig dich mal, Spiel. Na los! Boah, warum ruck... Was ist denn jetzt auf einmal los? 31%iger Auslastung? Ist jetzt eigentlich nicht... Was? Jetzt kommt auch noch eine Spinne? Ich sagte, entscheidet euch mal langsam, was hier für Gegner rumlaufen. Nein, da kommt gleich der nächste. Was ist denn hier kaputt? Ich glaube, das ganze Spiel ist kaputt. Oh! Ich muss schon wieder heilen. Weil ich gleich schon wieder tot bin. Ich habe halt keine Tränke mehr, wenn das so weitergeht. Los, kipp endlich um. Boah. Und ich werde hier auch irgendwo... Weißt du was? Vier war es, ne? Nein! So, weißt du, was ich mit dir jetzt mache? Du hast mich Schlampe genannt. Dann bist du jetzt tot! Oh, schöner Tod. Er sitzt. Oder er macht Spagat? Was macht er hier? Das sieht nicht gesund aus. Ich muss mal eben was gucken. Aufnahme läuft aber noch. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Platte langsam voll läuft. Ich habe ein bisschen Angst. Ich beobachte das jetzt mal so ein bisschen. Da ist der andere Typi. Der hat einen Pfeil im Nacken stecken. Also er wurde auch schon von seinem Freund getroffen. Stahlharnisch. Der sieht ein bisschen merkwürdig aus. Habe ich denn die Eispranke da unten eigentlich aufgesammelt oder... Ja, ich habe sie eingesammelt. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig hier. Eispranke. Eispranke. Da ist er. Und ich muss mal wieder was essen, wie so ein Apfel zum Beispiel. Ich höre schon wieder irgendwelche Viecher. Das sind andere Wölfe. Die sind viel fetter als die, die hier unten sind. Irgendwas stimmt hier aber gerade nicht. Merkt ihr, wie das Spiel ruckelt? Also, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme merkt, aber ich merke das gerade volle Kanne hier. Huh! Boah! Respekt! Zwei auf einen Streich! Wo ist der hin? Ah, er liegt hier. Der ist natürlich leer. Der ist auch leer. Und ich muss wieder was essen. Nehmen wir mal... Ja... Ich glaube, ich muss auch langsam wieder was gegen das Arkanistenfieber nehmen, oder? 32% geht aber noch. Ja, wir haben bis jetzt noch keine großen Beschwerden, also geht das noch. Ich esse mal das Brot. Irgendwas ist hier, weswegen ich mich gerade nicht heile. Das ist doch wohl Kacke, oder? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Weißt du, gegen zwei Wölfe, die treffen dich nicht einmal und der trifft dich dann und dann bist du tot. Es ist unfassbar. Geh kacken! Du scheiß Wolf! Du musst gar nicht so starren. Ja, jetzt kann ich wieder nicht mehr. Diesmal sind sie nicht gestorben.
Wenn sind sie nicht gestorben, so leben sie nur heute. Ja, so sehe ich das auch. Weißt du was? Oh, das war jetzt aber nicht mein Plan. Hilfe! Wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Ja, ich bin so schlecht. Wo sind denn jetzt hier? Ach, hier unten. Ich muss auf jeden Fall Schwertkampf... Jetzt hauen sie wieder alle ab. Oh, warte. Der greift gerade an. Ich hoffe, ich schaffe das noch rechtzeitig. Okay, der ist schon mal weg. So, wo ist der andere? Ne? Wo bist du? Na los, trau dich. Jetzt kommt der hier wieder aus dem Gebüsch. Ha! Okay, der ist auch weg. Die bringen 100 EP immer. So, was ist das jetzt? Boah, bisschen bekloppt. Das ist natürlich doof, das war mein letztes Ambrosia. So, jetzt Brot. Nein, ich wollte Brot. Mann, oh Meter. Das war ja jetzt aber mal allerhöchste Eisenbahn. Ich muss schon... Okay, ich muss da runter. Na, happy birthday. Ja, so muss das sein. Und da hinten steht schon... Ich habe so diese blöde Vermutung, dass das auch wieder böse sind. Natürlich sind's böse Wichter. Ja. Ich muss irgendwas haben, was so weit geht. Wie wäre es mit... Eispfeilen. Feuerblitz. Feuerblitze sind gut. Die müssten eigentlich so weit fliegen. Die kommen natürlich hierher gelaufen. Hilfe! Jetzt habe ich... Boah! Ich habe nicht genügend Mana. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Wieso bringt alles so wenig Schaden? Weißt du was? Na toll! Was? Wie? Hä? Erstmal voll in die Kamera boxen. Nein, ich hoffe, ich habe gespeichert. Oh, was bin ich froh. Das gibt doch nicht. Oh, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich hier ständig an irgendwas versage. Tja, wer weiß das schon. Vielleicht versagst du ja an dieser Stelle 1500 Mal wie vorhin. Naja, seid jedenfalls gespannt, wie die nächste Folge weitergeht. Ich habe ganz bewusst beim letzten Mal den Endscreen rausgelassen, damit ihr da nicht so rausgerissen wird. Aber hier reiße ich euch jetzt richtig raus.